Herzlich willkommen zum neuen Video. Gleich mal vorweg möchte ich sagen, das soll jetzt kein Bashing werden seitens von Aaron, sondern eher Gegenteiliges. Ich muss sagen, er ist ein sehr großes Vorbild für mich und natürlich auch für wahrscheinlich viele andere da draußen, die was ins Thema Online-Business bzw. investieren reinstarten wollen. Hierhingehend, wie gesagt, sehr großes Vorbild, speziell in dieser Zeit, wo er gestartet ist, habe ich mich auch schön langsam mit diesem Thema befasst und durch die Dokumentation, was er gemacht hat, eben von Anfang bis jetzt, kann man sehen, was ist alles möglich, wenn man wirklich dran bleibt. Also hierhingehend ein sehr großes Vorbild meinerseits. Ich wertschätze wirklich allen den ganzen Value, was er in seinen Videos gibt. Nur in einer einzigen Sache unterscheiden wir uns speziell sehr stark. Und zwar im Thema Investment. Das heißt, der Aaron, wie jeder weiß, investiert irrsinnig gerne in Aktien und ETFs mittlerweile. Ein Großteil jetzt in ETFs, um eben langfristig Renditen zu erwirtschaften. Das ist tendenziell eine wunderbare Sache, um eben auch irgendwann von seinen Renditen leben zu können. Ist natürlich auch ein Ziel von mir, von Renditen leben zu können. Allerdings ist unsere Herangehensweise des Investments ein klein wenig anders. Er ist eher der klassische Investor, der wirklich Aktien und ETFs kauft, jedes Monat so viel wie es halt geht, um eben langfristig ein gutes Portfolio zu haben, das was einem immer wieder Renditen erwirtschaftet, was eine klassische, gute Methode ist. Allerdings, dahingehend muss ich schon eine Sache sagen, ich habe das Ganze ein wenig anders angepackt und zwar, ich habe in keine einzige Aktie investiert, ich habe keine ETFs oder irgendwelche Sparpläne in diese Richtung. Mein Incentive ist reinst der Kryptomarkt und ich habe die letzten Jahre ausschließlich in den Kryptomarkt investiert. Ich habe 2017 sehr gute Gewinne rausziehen können, habe die sozusagen gesaved nebenbei und habe dann 2019 und 2020 wieder reinvestiert, um eben in diesen 4-Jahres-Zyklen diesen Markt zu spielen. Tendenziell ist die Herangehensweise eine ganz andere. Wie gesagt, ich spiele den Kryptomarkt in diesen 4-Jahres-Zyklen und habe sozusagen alles jetzt in den Markt investiert und warte jetzt dieses Jahr drauf, damit wir wirklich zu neuen Höhen gehen und dann auszucrashen. Tendenziell ist es eigentlich das, was ich eigentlich sagen will mit diesem Video, ist, dass das Investments in Aktien und ETFs und so weiter eine super Sache ist. Gar keine Frage. Nur, man lässt halt teilweise gar nichts mehr anderes zu in seinem Investmenthorizont. Im Endeffekt ist es eine Chance, die was man vergibt. Und zwar diese Chance, die kommt vielleicht ein, zweimal noch in den nächsten 10 Jahren, aber so krass, wie es dieses Jahr ist, wird es wahrscheinlich nicht mehr sein. Das heißt, weil man sich so fokussiert auf nur eine Sache, eben den langfristigen Vermögensaufbau mit Aktien, lässt man sozusagen neue Alternativen links liegen. Was will ich damit sagen? Ich habe einen Aaron zum Beispiel schon öfter unter die Videos geschrieben oder auch mal persönlich, dass es vielleicht Zeit wäre, sich auch über Kryptowährungen oder Bitcoin zu informieren. Denn tendenziell sind Kryptowährungen und Kryptographie, die Blockchain an sich, eine irrsinnig coole Sache, da es alles auf Kryptographie eben und Mathematik beruht und Regeln implementiert sind, die was nie gebrochen oder verändert werden können. Tendenziell ist das eigentlich der ausschlaggebendste Punkt für mich, da der Markt sozusagen planbar ist. Denn alles andere bleibt immer gleich. Im Prinzip die Leute, die was investieren, sind Menschen, sind emotionsgesteuert. Und wenn man jetzt die letzten Jahre zurückschaut, dann hat sich dieser Markt in diesen 4-Jahres-Zyklen verhalten. Für mich ist es ja eher schon planbarer Reichtum als Spekulation. Dahingehend muss ich sagen, sollte man nicht wirklich das Klassische immer im Blick behalten und keine Alternativen und zwar und auch neue Sachen wie Kryptowährungen außen vor lassen, denn im Endeffekt ist eine Sache, was dann passiert ist, man verpasst eine der größten Möglichkeiten in unserer Zeit. Absolut. Und wenn man jetzt ein Ziel hat, zum Beispiel man will 1 Million Euro in Aktien und ETFs anlegen, um von seinen Renditen leben zu können,
Auch wenn man 5.000, 10.000 Euro im Monat investieren kann, dann braucht man trotzdem relativ lange, um das Ziel zu erreichen. Auf der anderen Seite im Kryptomarkt, wenn man diese 4-Jahres-Zyklen richtig plant, dann hat man immer sehr gute Einstiegspreise und sehr gute Ausstiegspreise. Und man kann das in relativ kurzer Zeit schaffen. Das heißt, 1 Million Euro wenn man es schlau angeht, sind eigentlich nichts. Und wenn ich mir die Summen anschaue, die Aaron so investiert hat in sein Portfolio, dann würde ich sagen, okay, nur mit 10% mit einem schlauen, guten Investment hätte er wahrscheinlich Ende des Jahres seine Million voll, sozusagen. Allerdings lässt es der Investor in Aktien und so weiter eher weniger zu. Natürlich werden jetzt auch viele, die das Video schauen und die Aktien und Bitcoin halten. Allerdings, wie gesagt, beim Aaron ist es mir aufgefallen, dass es eben nicht so ist. Ich kann mich auch täuschen, vielleicht ist er ja ein großer Fan von Bitcoin und hat selber viele Kryptowährungen, hat es nur nicht kommuniziert. Nur ich finde es persönlich so, dass man hier, wie gesagt, eine sehr krasse Chance liegen lässt. Also tendenziell finde ich, das ist die Chance unserer Generation, wohlhabend zu werden, viel Geld, also viel Gewinne zu machen und diese dann langfristig gut zu investieren in Real Estate, Aktien, ETFs und so weiter. Und hier kann man dann mit wesentlich größeren Summen spielen und hat sein Ziel wesentlich schneller erreicht, als wir das langfristig so zu machen. Genau. Das ist eigentlich meine Meinung zu dem ganzen Investieren. Auch ich persönlich, ich kann auch gerne meinen Plan verraten. Dieses Jahr wird sozusagen aus dem Markt ausgestiegen. Sagen wir mal 30% wird gesaved für das Reinvestment dann die nächsten Jahre. Und der Rest geht in langfristige Verzinsung, allerdings auch im Kryptomarkt, im DeFi-Bereich. Und Real Estate, mein Business sozusagen nochmal zu funden, ein zweites Businessmodell dazuzunehmen und. Und hier kann man dann sehr krass expandieren mit diesen Gewinnen. So, das ist einmal mein Plan sozusagen. Das heißt, ich spiele das Ganze ein wenig anders da. Ich fokussiere mich eher auf die andere Seite, auf die neue Seite, Kryptowährungen und Co., da ich hier einfach ein extrem krasses Wachstumspotenzial sehe, speziell in diesem Jahr. Genau. Ich will jetzt halt nichts gut reden oder schlecht reden, ich sage nur, diejenigen, die was sich vielleicht jetzt noch nicht mit Kryptowährungen auseinandergesetzt haben, lassen vielleicht eine ziemlich krasse Chance auf der Seitenlinie liegen. Deswegen, ja, falls der Aaron eventuell das Video sieht, Aaron, informiert dich vielleicht ein bisschen über Kryptowährungen, in diesem Jahr wäre es vielleicht gar nicht so schlecht. Und falls nicht, dann, ich will ja keinem meine Meinung aufdrucken. Am besten kann man sich informieren, indem man Bücher liest über das Thema, zum Beispiel Kryptowährungen einfach erklärt von Julian Hosp oder der Bitcoin Standard. Das sind zwei sehr gute Bücher, die was mir die Grundthematiken und die Funktionsweise der Blockchain sehr gut näher gebracht haben. Und dahingehend treffe ich dann sozusagen meine Entscheidungen. Allerdings auch nur evidence-based, das heißt aus Zahlen, Daten, Fakten aus der Vergangenheit. So, gut, das war's. Sag's mir gerne in den Kommentaren, was ihr davon haltet, ob ihr gut diversifiziert seid, das heißt Aktien und Kryptowährungen, ob ihr nur Krypto seid oder ob ihr nur auf Aktien schwört. Was haltet ihr vom Bitcoin, was haltet ihr im Moment vom Hype? Eure Meinungen dazu sind appreciated. Und lasst mir gerne ein Like auf das Video da und wir sehen uns beim nächsten Video wieder.